Willkommen zurück, The Evil Within. Und wir müssen... ja, durch diese Tür... die uns ja vor der Nase zugegangen ist. Beim letzten Mal. Und ich glaube, jetzt wird es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt sein, es jetzt zu versuchen. Nein, wir werden es nicht schaffen. Weil wir zu spät sind. Oh, er schwimmt aber auch, als ob er gerade bei den Bundesjugendspielen schwimmt. Oder kann das sein? Das Vieh hat gerade Mittag gegessen und ich glaube, ja, war so klar. Wir werden so sterben. Ja, wir werden sterben. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Schwimm schneller, Spasti, schneller. Oh mein Gott, war das knapp. Kontrollpunkt erreicht, ist schon mal... Na, super. Wie euphorisch er aber auch ganz gemütlich aus dem Wasser geht. Ne? So, oh, ja, morgen ist auch schon wieder Ostern. Gibt's doch gar nicht sowas. Wie kann man nur so langsam aus dem Wasser gehen, wenn ich weiß, da ist irgendein Vieh drin. Halleluja. Halt durch! Da sind zu viele! Ich bin gleich bei dir! Munition alle? Munition alle? War doch klar! Oh komm ey, Ladies! Kann ich denn irgendwie Qualenarmbrustbolzen erstellen? Ja, kann ich. Geil. Das war's dann auch. Ich weiß gar nicht, funktioniert das jetzt gerade mal aus der Entfernung? Muss ich mal eben kurz gucken. Wenn wir die mal eben ausrüsten. Moment. Yeah. Oh. So, die sind tot, Kidman. Och nö. Och nee, da ist schon wieder eine Tür. Ach, das gibt's doch nicht. Und da unten steht einer mit Scharfschützengewehr. Ja, klasse. Ich glaube, der hat's auch. Das heißt, wir müssen viel, viel länger durchs Wasser. Womit ich jetzt mal gar nicht gerechnet habe. Und ich habe natürlich alles verbraten, was die Pistole angeht. Warum nimmt das Vieh eigentlich nicht die Leichen, die hier drin liegen? Das kann ich jetzt nicht glauben, ne? Jetzt haben wir nämlich echt ein Problem. Weil wir die eine Leiche schon runtergeschmissen haben vorhin. Können wir das nicht irgendwie... Aua. Mich juckt's gerade ein wenig. Ich weiß nicht warum. Egal, ich riskiere es jetzt einfach mal. Und es kommt genau auf uns zu. Es kommt genau auf uns zu und es war's auch. Das war's. Wir hätten also nicht die Leichen, wir hätten also, ja doch nicht die Leiche da oben runterfallen lassen sollen. Und wir hätten nicht, die Leiche hätten wir nicht abschießen sollen, die da hing. Das war nämlich unsere erste. Und wir hätten nicht da oben die Gegner erledigen, sondern das kommt erst später alles. Aber wie soll ich den denn runterfallen lassen, wenn das Vieh schon da hinten ist? Ach, ich weiß wie. Hm. Ganz simpel. Das heißt, ich muss erst von hier aus das Ding und den runterschießen, runterrennen und dann erstmal... Boah, das war echt fies. Weil Basti ist ja auch echt der Superheldschwimmer, angemerkt, ja. Los. Ja. Basti immer mit der Ruhe. Och, erstmal ganz gemütlich nehmen wir erstmal die Munition. Hua. Ach, wir haben ja gar nicht die Dings, die Bolzen ausgerüstet. Ne, ich wollte mal eben die Bolzen herstellen. Wenn wir schon einmal dabei sind. Ich wollte mal einen Frostbolzen machen. Genau, und dann... Wenn wir den
Nein, wollte ich doch... Wie kann man das denn abbrechen? Ach komm, ey, das ist jetzt lächerlich. Wie bitte? Was macht er denn da? Riecht er sich gerade auf, oder was? Hat er uns mal voll erwischt? Das gibt's doch gar nicht. So, müssen irgendwie... Oh, der lebt ja noch. Willst du mich verarschen? Jetzt nicht mehr. Deine letzte Stunde hat geschlagen. Der hat auf jeden Fall Scharfschützengewehr beigehabt. Das heißt für uns, wir müssen auf jeden Fall wieder durchs Tor, das ist klar. Aber ich würde gerne... Aber dann haben wir nichts mehr. Boah, das ist doch... Ach, hier sind zwei drin. Hm, lecker. Ach, wir haben ja noch zwei Leichen. Das ist gut für uns, denn dann können wir... Aber wir haben noch einen Schuss, Schrotflinte, einen Schuss. Okay, kein Problem, kein Problem. Und los geht's. Los, 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 los. Was? Nein, nein, nein. Ja, das ist jetzt blöd. Das, Mir wurde mal gesagt, ich würde doch ein bisschen zu hektisch spielen. Ich war jetzt ziemlich ruhig und, ja, trotzdem... Naja. Jetzt weiß ich auch, warum es Wiedervereinigung heißt. Wiedervereinigung. Eigentlich spiele ich doch jetzt in der letzten Zeit relativ ruhig. Bin ziemlich ruhig auch geworden, was das angeht. Jetzt schießt er auch noch vorbei. Los, 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 los. Schwimm, Basti, schwimm. Schwimm, schwimm, schwimm. Schwimm, schwimm, schwimm. Fuck. Ach ja, wir haben ja die Zeit, ne, Basti? Nimm dir ruhig die Munition. Ich werde einfach jetzt durch das Tor gehen. Das ist mir jetzt alles so scheißegal. Ich werde jetzt erstmal jene fallen lassen. Und anschließend jetzt ihn da. Und jetzt werde ich anfangen zu schwimmen. Und los, 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 los. Schwimmen, 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 schwimmen. Boah, das ist knapp. Leckophonie. Lass die Scheißlampe drin, Basti! Kidman, ich komme! Ich musste gerade nur ein Bad nehmen. Ich war so dreckig. Gott sei Dank, ein Kontrollpunkt. Ich weiß, wir hätten da... Hey Jungs, was ist los? Bock auf Party? Zeigt mal ruhig auf mich, genau. Ich bin hier. So, guck mal hier, was ich für euch habe. Guck mal. Nein, 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 nein. Ich bin nach draußen geglitscht. Ich bin nach draußen geglitscht. Oh nein, jetzt kommt auch noch da einer von den Idioten. Nein, 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 nein. Das war fies. Yeah. Hasta la vista, baby. Oh, hier liegt aber ganz viel an Munition. Wohlgemerkt. Das ist aber nett. Das finde ich jetzt mal echt nett von dem Spiel, dass wir jetzt so viel Munition kriegen. Wir werden ja echt überhäuft von Munition. Meine Güte.
Wir können uns ja gar nicht mehr satt sehen, wie viel Munition wir hier gerade bekommen. Ist ja unglaublich. Ich lasse einfach Kidman da hängen, ist mir scheißegal. Mein Gott, nur nicht so viel. Hauptsache, wir kriegen die Scheißstreichhölzer. Mann. So, dann wollen wir mal Kidman retten. Ich bin's. Wenn du nicht gekommen wärst. Nein, dann wäre Manuel Neuer gekommen. Warte das für später auf. Da sind bestimmt noch mehr. Ja, genau. Ja, natürlich. Wo rennen Sie denn hin? Haben die was fallen lassen? Aber ich zünd's mal an. Sicher ist sicher. Boah, nein, da ist schon wieder so ein Horst. So ein Otto mit so einem Sturmgewehr, ey. Sterben, du! Kriegst jetzt einen auf den Deckel, du Otto! Willst du noch was sagen? Brenn! Dass wir einfach nicht dieses Sturmgewehr aufnehmen können, finde ich ein bisschen schade. Weil die lassen das ja eigentlich immer liegen. Hi, Kidman. Na, wie geht's dir denn so lange nicht gesehen, Baby? Ich würde jetzt so gerne Liebe machen. Oh. Muss man sich jetzt hier entscheiden oder kann man wie oder ist es nein, wie geil, wir haben endlich mal wieder eine Statue gefunden mit einem Schlüssel, ist ja geil. Ja, dann werden wir mal in den Keller stiefeln. Ich werde mal eben mir, glaube ich, nochmal eine Spritze. Ich werde mir mal ein großes Medipack gönnen. Wenn wir schon. Wir haben's, ja. Wir haben's. Wir haben's. Warum bist du so groß, Kidman? Ja. Ist schon okay. Ist schon okay. So, bevor ich jetzt hier weitergehe, schau ich noch mal eben, ob wir hier was liegen gelassen haben. Auf dem Balkon vielleicht. Nein, da kommen wir gar nicht erst hin. Natürlich. Ah! Entschuldigung. Das sind immer meine Schreie, sind das immer. Die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Fällt mir jetzt auch erstmal auf. Die Bären fallen, stimmt. Aha. Wir sollen denn da bitte schön reinlaufen, jetzt mal ganz ehrlich. Aber schon cool, dass sie jetzt auf einmal mitten im Spiel mal wieder auftauchen, oder haben wir die ganze Zeit übersehen? Weil ich kann mich entsinnen, dass es ganz am Anfang irgendwann war, auch so Folge 4 oder 5, wo diese Bärenfallen kamen in diesem Dorf und dann irgendwann nie wieder. Ist cool, dass sie jetzt mal irgendwann mal wieder auftauchen, oder? Ich habe die einfach total übersehen, bin ich reingelaufen. Kann natürlich auch sein. Aber gut zu wissen, dass es die noch gibt und dass die existieren. Dann wollen wir mal mit Kidman mal weiterlaufen. Und schauen wir mal, wo wir hinkommen. Wir haben auf jeden Fall keine Lebensanzeige für Kidman. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir brauchen nicht auf sie aufpassen. Würde ich jetzt mal behaupten. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Nicht so wie Josef. Josef, ich betone es nochmal, Josef. Ja? Die Nervensäge. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Seit der Kirche... Du warst bei der Kirche? Ja, Joseph und ich. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ging es ihm ziemlich schlecht. Was ist mit dem Jungen aus der Klinik, Leslie? Ich habe ihn in einem Käfig gefunden. Dann ist er abgehauen. Okay. Ich
habe gerade total die Orientierungsschwäche, weil ich nicht gerade weiß, wo wir sind jetzt hier in der City. Und wo genau die Klinik ist. Ich würde behaupten, so in diese Richtung. Naja. Ja, dann schauen wir mal. Da geht's ja sowieso nicht weiter. Bin mal gespannt, wie lange uns Kidman erhalten bleibt, diesmal. Da waren wir doch drin, oder? Dumm, die dumm, die dumm. Geht weg, ihr scheiß Raben. Geht weg. Da fliegen sie davon, die Vögel. Und da liegt Hagel, sehe ich gerade. Was haben wir hier denn dran stehen? Boxpun. Da ist wieder Zoombomb. Rangers, Man's Life. Man's Life. Hm, die neue Ausgabe. Die muss ich unbedingt haben. Die lese ich auch immer gerne, die Man's Life. Man's Life. Sind immer gute Rezepte drin, ja? Von Pflaumenkuchen. Und von Käsekuchen. Ich bin ein sehr, sehr gerne essender Käsekuchenliebhaber. War das jetzt richtig? Nein, ich glaube nicht. Ich esse sehr, sehr gerne Käsekuchen. Und wenn er so noch so ein bisschen gekühlt ist, so, dann ist er mir am liebsten. Und Pflaumenkuchen. Nicht das, was ihr wieder denkt, ja? Pflaumenkuchen. Pflaumenkuchen. Ich glaube, wir müssen durch diese Tür. Ich schaue nochmal eben auf die Schnelle. Aber ich glaube, hier liegt soweit nichts. Ich glaube, wir haben soweit alles hier abgegrast. Und, oder liegt da hinten vielleicht noch was? Nochmal eben schnell schauen, weil ich will nichts liegen lassen. Weil wir sind so schlecht, was Munition angeht gerade. Hätte ich nie gedacht, dass wir... Gut, das lag aber auch daran, dass wir diese zwei Bosskämpfe ziemlich dicht beieinander hatten. Das war natürlich ein bisschen dämlich. Nun gut, haben wir denn nochmal die Möglichkeit, irgendwie Qualen am Bus herzustellen? Ja, Bolzen. Gefrüsselter Bolzen, wollte ich jetzt gerade sagen. Gefrierbolzen ist schon mal gar nicht mal so schlecht, weil den können wir nämlich gut gebrauchen. Den Sprengbolzen werde ich auch nochmal vorsichtshalber herstellen. Und das war's dann auch schon. Und, was sagt denn munitionsmäßig? Wir haben noch vier im... Okay, wir kriegen sehr, sehr wenig für die Magnum kriegen wir sehr, sehr wenig. Das heißt, ich werde wahrscheinlich die auf die Magnum setzen. Die Qualenarmbrust. Und, achso, das hatten wir schon. Huch. So. Das hatten wir auch schon, die Starling. Mein Gott, wieso komme ich denn immer auf Dreieck jetzt gerade? Entschuldigung, das wollte ich nicht. So, wir haben einen Schlüssel. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge spielen wir dort weiter und sehen mal, ja, was uns hinter dieser Tür erwartet und ob uns, wie gesagt, Kidman noch erhalten bleibt. Und dann solltet ihr morgen um 17 Uhr wieder einschalten, dann geht's hier spannend weiter bei The Evil Within. Also, macht's gut. Tschüss.